Hallo ihr Lieben, Hoshamadin, herzlich willkommen zu meinem afghanischen Gericht. Das erste afghanische Gericht, was es überhaupt auf meinem Kanal gibt. Und ich freue mich schon sehr, denn wir machen endlich den Kabuli-Reis. Den habe ich schon auf afghanischen Hochzeiten gegessen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich zeige euch die Zubereitung von dem leckeren Kabuli-Reis. Während meiner Suche für das perfekte Kabuli-Reis-Rezept habe ich meine afghanischen Freundinnen gefragt und aber auch von Hamzas afghanischen Freunden die Mama. Vielen Dank nochmal an die Mama von Walid und Wise für das Rezept. Ich habe jetzt nicht genau das Rezept genommen, sondern ich habe mir wirklich das Beste aus allem zusammengestellt, denn ich muss sagen, der Kabuli-Reis, der hat es echt in sich, aber vertraut mir, nach diesem Rezept gelingt euch der hundertprozentig. Das ist mein Versprechen an euch und jetzt zeige ich euch aber zuallererst die Zutaten, die wir benötigen. Wir benötigen Basmati-Reis und zwar ist es ganz wichtig, dass ihr die Bezeichnung Sella trägt. Sella ist jetzt keine Marke, sondern einfach nur die Bezeichnung vom Reis. Es gibt da mehrere Marken, schaut einfach mal nach. Und ich habe ihn jetzt 3 Stunden lang einweichen lassen in lauwarm bis kaltem Wasser und bei Zimmertemperatur stehen lassen. Außerdem benötigen wir Lamm aus der Keule, neutrales Öl, Möhren, die habe ich bereits in solche Stifte geschnitten, Rosinen, hier habe ich Korinthen genommen und dafür auch nochmal Zucker, außerdem Zwiebeln und Salz, Pfeffer, Kurkuma und Kumin und außerdem später erneut etwas Zucker. Der Kabuli-Reis zeichnet sich dadurch aus, dass die Möhren und die Rosinen karamellisiert werden. Das heißt, wir geben jetzt Öl in die Pfanne und braten dann die Möhren darin an und später geben wir noch den Zucker dazu. Die Möhren sind jetzt bei mir 5 Minuten lang angebraten worden und jetzt geben wir den Zucker rein und lassen den ganz langsam schmelzen. Das dauert noch mal etwa 1 bis 2 Minuten. Nach den 2 Minuten nehmen wir jetzt die karamellisierten Möhren raus und ich gebe euch noch den Tipp, schneidet sie bloß nicht zu dünn, denn die werden ja so noch weich und nicht, dass sie euch dann reißen oder kaputt gehen. In dem restlichen Öl-Zucker-Gemisch werden jetzt noch die Rosinen angebraten und ihr könnt es übrigens nicht beide zusammenbraten, falls ihr euch das jetzt fragt, denn die haben ja verschiedene Bratzeiten. Die Rosinen haben jetzt ganze 2 Minuten gebraucht, also etwas kürzer als die Möhren. Und das Öl, was hier noch in der Pfanne ist, das gebe ich jetzt zwar an die Seite, um die Pfanne erneut zu benutzen, aber ich schütte es noch nicht weg, denn es kann sein, dass wir es gleich noch weiter verwenden werden. So, als nächstes kümmern wir uns um das Fleisch und außerdem auch um so ein bisschen Geschmack mit den Gewürzen. Ich gebe jetzt hier zuallererst in meine Pfanne Fleisch und Zwiebeln und übergieße das dann mit etwas Wasser. Für den Kabuli-Reis ist es ganz normal und traditionell, dass man hier Lammfleisch verwendet. Jetzt gebe ich ganz offen und ehrlich zu, Hamza und ich sind nicht so die Lammfleisch-Fans, wirklich nicht. Aber ich habe es ja schon mal Probe gekocht und das war wirklich lecker. Also nimmt auf jeden Fall Lammfleisch aus der Keule. Super! Es ist auch echt ein Wunder, dass der Hamza Lammfleisch isst, weil ich glaube, zu Hause bei deiner Mama isst das auch nicht so gerne, ne? Ja, sehr. Auf jeden Fall habe ich jetzt das Fleisch schon mal bearbeiten lassen vom Metzger. Das ist optimal, wenn ihr das so machen könnt. Lasst die Knochen entfernen und die überschüssige Haut und das Fett. Und dann habe ich sie zu Hause halt nur noch in etwas größer als mundgerechte Stücke geschnitten. Und zu den Zwiebeln kann ich euch sagen, ich nehme sie später raus. Ich gebe sie dann später nur so nebenbei als Beilage zum Reis, weil ich es nicht gerne im Reis habe. Ihr könnt das aber auch noch kleiner schneiden, die Zwiebeln, und dann ist es halt mit im Reis bei euch. Das ist vollkommen euch überlassen. Nun kocht das Ganze und es braucht so ungefähr 12 bis 15 Minuten. Es kommt auch immer ganz drauf an, wie dick euer Fleisch ist. Ihr müsst dann einfach mal schauen, wann es durch ist. Und ich gebe aber jetzt schon die Gewürze mit hinzu. Salz und Pfeffer gebe ich gleich hinzu. Ich schreibe euch aber noch ganz genau, wie viel Salz ihr immer für diesen Schritt braucht und wie viel für den Reis. Und zum Kurkuma kann ich sagen, gebt den auch mit dazu für die Farbe, auch wenn wir gleich noch ein bisschen nachhelfen mit der Farbe. Das zeige ich euch nachher.
Zum Kumin noch ein ganz kleiner Einwand. Ich habe jetzt hier Kumin, also gemahlenen Kreuzkümmel, genommen. Es ist aber traditionell, dass man Garam Masala nimmt. Und sogar, es gibt sogar ein extra afghanisches Reisgewürz. Ich weiß aber, dass diese Zutaten sehr schwer zu finden sind. Und deshalb gebe ich euch den Tipp mit dem Kumin. Also ihr könnt ersatzweise definitiv dieses Gewürz nehmen. Minuten sind um und jetzt hole ich Fleisch und Zwiebeln aus der restlichen Brühe raus. Also ich persönlich werde jetzt Zwiebeln von Fleisch trennen, weil wie gesagt, ich möchte jetzt die Zwiebeln nicht in dem Kabuli-Reis drin. Falls ihr das aber so macht, dass ihr die Zwiebeln mit drin haben möchtet, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch durch ein Sieb geben. Denn diese Flüssigkeit, diese Brühe, die jetzt noch hier drin ist, die ist ganz wichtig. Die benötigen wir später noch. Die fülle ich gleich um und dann geht es weiter mit dem Reis. Den Reis habe ich, wie gesagt, einweichen lassen, 3 Stunden lang hier auf Zimmertemperatur. Hier sieht man auch, dass das Wasser ganz trüb ist und die Stärke so langsam allmählich rausgekommen ist aus dem Reis. Jetzt gehe ich ganz kurz ans Spülbecken, gieße das Wasser ab und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Das Wasser habe ich jetzt abgegossen und den Reis auch nochmal abgespült. Das machen wir zwar gleich sowieso nochmal, aber sicher ist sicher, dann ist wirklich die ganze Stärke raus. Jetzt gebe ich es in kochendes Salzwasser und da wird der Reis gekocht, also nicht gegart, sondern wirklich gekocht und zwar 10 Minuten. Und da muss er auch noch nicht ganz gar sein, denn das machen wir später noch im nächsten Schritt. Während jetzt in diesem Topf der Reis 10 Minuten vor sich hin köchelt, nutzen wir die Zeit und gehen rüber an die beschichtete Pfanne, geben da unseren Zucker rein und lassen es ganz langsam schmelzen und karamellisieren. Können wir mal darüber reden, dass Hamza ein Buch gelesen hat? Und das einzige Buch, was Hamza gelesen hat, war eins, was aus einer Geschichte aus Afghanistan stammte, nämlich Drachenläufer. Ja, komm, Harry Potter habe ich auch gelesen. Was? Ernsthaft? Okay. Auf jeden Fall, Drachenläufer war echt ein schönes Buch und der Film war auch wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Film war ein bisschen abgewandelt, ja. Wie das zum Buch. Ja, der Film war ein bisschen anders als die Geschichte im Buch. Aber ist echt ein schönes Buch. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das auch gelesen oder geschaut habt, würde mich mal sehr interessieren. Mein Zucker ist jetzt karamellisiert und zwar bei mittlerer Stufe, ganz langsam. Und jetzt geben wir die Brühe von gerade rein. Und jetzt müsst ihr bitte ganz vorsichtig sein, denn es ist saugefährlich. Also nehmt ein bisschen Abstand, ich meine es ernst. Nehmt ein bisschen Abstand und dann gebt ihr ganz langsam die Brühe rein und lasst es unter ständigem Rühren damit verschmelzen. Und ich muss jetzt nah rankommen. Und du musst nah rankommen, genau. Übrigens ist es ganz normal, dass sich hier Klümpchen bilden. Das liegt ganz einfach daran, dass ihr so diesen Temperaturausgleich jetzt nicht habt. Das heißt, Karamell war ziemlich heiß und die Brühe, die war ja in der Zwischenzeit schon heruntergekühlt. Und deswegen bilden sich da die Klümpchen. Einfach auf mittlerer Stufe immer weiter rühren, bis sich das Ganze wieder auflöst. Übrigens sorgt dieses Produkt hier, was wir hier aus Karamell und Brühe hergestellt haben, gleich nochmal für die Farbe und natürlich für den Geschmack. Ihr könnt gerne an der Stelle noch ein bisschen Salz, also nachwürzen. Und falls ihr möchtet, könnt ihr auch noch ein bisschen Wasser hinzugeben. Denn denkt dran, durch diese Brühe, die hier noch ist, gart der Reis gleich nochmal. Übrigens, keine Panik, Leute. Ich weiß, in diesem Video rede ich ein bisschen mehr. Ja, weil das boah, bist du gemein, weil das ist einfach ein bisschen anspruchsvoller und da gibt es einiges zu beachten. Aber keine Panik, es ist trotzdem gelingsicher. Ich schreibe euch alles Wichtige in die Infobox, also auch Tipps und Tricks. Schaut da deshalb unbedingt nochmal rein. So, ich schalte den Herd aus, das ist erledigt und in der Zwischenzeit ist mein Reis auch gekocht. Und jetzt gehe ich ihn ganz kurz abspülen im Spülbecken. Den Reis habe ich jetzt unter spülendem kalten Wasser richtig gut ausgespült, damit auch überhaupt keine Stärke mehr drin ist und der Reis dadurch richtig schön locker wird. Und jetzt geben wir den zurück in unseren Topf und diesmal habe ich aber kein Wasser drin.
dem Reis geben wir jetzt noch unsere Brühe und rühren das gut unter. Und genau deshalb haben wir das Ganze gemacht, dieser karamellisierte Zucker mit der Brühe, der gibt dem Ganzen nämlich nicht nur Geschmack, sondern auch diese traditionelle typische Farbe. Sobald ihr das jetzt gut untergerührt habt und jedes Reiskorn Farbe angenommen hat, bildet ihr in der Mitte eine Mulde und gebt das Fleisch da rein. Und dann geben wir Reis darüber und bedecken das komplette Fleisch. Sobald der Teil mit dem Fleisch erledigt ist, geben wir noch Möhren und Rosinen dazu. Das dient einfach dazu, dass das gleich alles richtig schön warm wird. Der Reis ist jetzt durch das Ausspülen auch noch kalt, aber das wird gleich nach dem Garen auch noch richtig schön aufgewärmt. Jetzt kommt der allerletzte Schritt und zwar wird der Reis jetzt noch ganz langsam 10 bis 15 Minuten gegart. Ganz wichtig ist jetzt noch Folgendes, ihr gebt jetzt den Deckel drauf, aber mit einem Geschirrtuch unten drunter. Das dient einfach dazu, dass wenn der Dampf hochsteigt, dass die Tropfen nicht wieder runterfallen und quasi der Reis dann richtig schön locker bleibt und dadurch nicht matschig wird. Mein Reis ist jetzt schön aufgewärmt und fertig. Ich zeige euch doch den allerletzten Schritt. Aber vorher möchte ich euch noch einen Trick zeigen, damit auch kein Afghane sagt, ich habe es euch nicht gezeigt. Denn es gibt einige, die nehmen sich jetzt zum Beispiel hier so den Stiel eines Kochlöffels und gehen dann nochmal rein und machen dann so ein paar Löcher hinein. Das dient einfach dazu, dass das nochmal richtig schön hochsteigen kann alles. Bei mir muss ich das jetzt nicht machen. Ihr könnt es aber gerne tun, wenn euch das besser hilft. Wir nehmen jetzt zuallererst die Rosinen und die Möhren raus und dann zeige ich euch nochmal, was wir mit dem Öl machen, was wir noch vom Anfang übrig hatten. Und jetzt wird alles gut umgerührt. Das Öl, was wir uns am Anfang an die Seite gegeben haben, das habe ich jetzt nochmal erhitzt und gebe ich jetzt mit zum Reis. Und so wird der Kabuli-Reis angerichtet auf einem schön großen Teller und dann nimmt sich einfach jeder was weg. Ich hoffe natürlich, dass euch das Rezept gefällt und dass ihr das fleißig nachmacht. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox. Ich weiß, es ist ein Aufwand, aber es lohnt sich, denn der schmeckt unglaublich lecker. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Hinterlasst mir gerne euer Feedback unten in den Kommentaren. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss! Es ist Ramadan.